Mit der Straßenbahn zum Osternest. Eine ganz besondere Überraschung wartete am Samstag auf 15 sozial benachteiligte Kinder aus Plauen. Nach einer Fahrt mit der Plauener Straßenbahn vom Tunnel bis zur Endhaltestelle Blamack schwärmten die kleinen Eiersucher blitzschnell aus, um sich das beste Osternest zu ergattern. Einzig der Osterhase fand dieses Jahr keine Zeit, um zu beobachten, wie gut gewählt seine Verstecke waren. Die Plauener Straßenbahn GmbH und der Traditionsverein luden in Zusammenarbeit mit der Begegnungs- und Beratungsstätte für Erwerbslose zu der Ausfahrt ein. Gesponsert wurden die Geschenke von verschiedenen Unternehmen aus Plauen.